So, in diesem Video soll es einmal darum gehen, zu zeigen, dass die Ableitung auch im Mehrdimensionalen eindeutig ist. Das soll heißen, wenn wir also eine Funktion haben, f, die von r hoch n nach r hoch l geht, und wir einen Punkt a haben, in dem diese Funktion total differenzierbar ist, dann gilt, dann ist f' von Vektor a, das ist ja üblicherweise so eine Matrix A, eine L kreuz N Matrix, eindeutig. Also es gibt nichts weiter davon oder mehr. Ja, so wie beweist man das? Das ist natürlich die Frage, wie man das beweist. Das ist ja die einzig wahre Frage. Ja, man nimmt erstmal an, es gibt zwei. Angenommen, A, die Matrix A und B erfüllen die Eigenschaft. Außer Definition. Das heißt, das schreiben wir mal kurz auf, dass wenn wir den Nullvektor nehmen, ja, den L-dimensionalen Nullvektor, dann ist das der Grenzwert von folgendem Limes. Das ist x, der Vektor x geht gegen den Vektor a, x ist aber niemals identisch mit a, und dann hat man einen sensationell langen Bruchstrich. Und auf dem Bruch, also im Zähler, steht f von Vektor x minus f von Vektor a minus Matrix A mal die Differenz von a und x geteilt durch den Betrag von Vektor x minus Vektor a. Ja, das ist das, was in der Definition von der totalen Differenzierbarkeit steht. So, und das habe ich jetzt für die Matrix A hingeschrieben, und das soll ja auch für Matrix B gelten. Und wenn das für Matrix B gilt, dann heißt es ja, dass ich im Prinzip hier das B hinschreibe. Ja, und wenn ich das also für beide Matrizen hinschreiben kann, dann kann ich auch Folgendes schreiben, also das wieder die Variante mit A, und dann ziehe ich einfach denselben Ausdruck ab, ja, wobei ich dann eben die ganze Sache mit der Matrix B formuliere. Ja. Und die Aussage ist immer noch richtig, weil ich weiß ja, dass dieser Term gegen den Nullvektor konvergiert, und dieser Term konvergiert auch gegen den Nullvektor. Mithin muss die Differenz auch gegen den Nullvektor konvergieren. Ja, das ist also klar, das muss so sein. Jo, gut, diese Eigenschaften haben wir. Jetzt betrachten wir das Ganze für Vektoren, die wir uns speziell aussuchen. Und zwar, wie nehmen wir mal für, also wie definieren wir die Vektoren xn wie folgt. Das ist einfach der Vektor a plus 1 durch n mal den Einheitsvektor j. Ja, den j, den Einheitsvektor. Das heißt, das ist der Vektor, der an der j-Stelle eine 1 hat und sonst überall 0. So, das sind mal unsere xn, die sind alle aus r hoch n. Wenn wir das also haben, was gilt denn dann? Ja, dann muss ja Folgendes gelten, dass dann nämlich der Nullvektor wieder das Ergebnis ist von, Achtung, jetzt der Limes, n läuft gegen unendlich. Ja, weil es ist ja klar, dass die xn diese Eigenschaften alle erfüllen. Ja, und wenn wir das n jetzt gegen unendlich laufen lassen, dann und diese xn hier für das x einsetzen, dann haben wir einfach einen Grenzwert für n gegen unendlich. So, und dann ziehe ich das alles auf einen großen Bruchstrich. Ja, und habe also hier im Nenner, habe ich dann xn minus Vektor a Betrag. Ja, und hier habe ich ja f von xn, und hier habe ich minus f von xn, das hebt sich weg. Dasselbe gilt für dieses minus f von a, minus minus f von a hebt sich weg. Was überbleibt, ist b von Vektor xn minus a minus
Matrix A mal Vektor x n minus a. Ja, so das ist das, was ich hier jetzt also machen kann. Ja, und jetzt nutze ich aus, dass ich weiß, was meine xn sind. Ich habe ja die sehr, sehr speziell gewählt. Ja, also das setze ich einfach ein. Also Limes n gegen unendlich. Und das Schöne ist, jetzt hier im Nenner passiert was Wunderschönes, weil das xn ist ja geschickt gewählt. Was nämlich überbleibt, ist einfach 1 durch n ej, also der j-Einheitsvektor, und davon der Betrag. Ja, und hier steht b mal und xn minus a ist eben halt auch wieder 1 durch n j-Einheitsvektor minus a mal 1 durch n der j-Einheitsvektor. So, und jetzt merkt man schon, oh, das wird jetzt deutlich leichter, ne? Einfach von dem Ausdruck her. Und was wir also haben, ist Limes, n geht gegen unendlich. Ja, fangen wir mal mit dem Nenner an. Das geht ja hier um den Betrag von diesem Vektor, den Einheitsvektor, den wir mit dem Skalar 1 durch n multipliziert haben. Das ist natürlich dann, upsa, naja, so viel Zeit muss sein. Das ist dann natürlich 1 durch n, was hier steht. Ja, das ist sehr leicht. Hier habe ich jetzt keine Beträge, sondern hier habe ich eine Matrix multipliziert mit einem Skalar, multipliziert mit einem n-dimensionalen Vektor. Ja, das Skalar kann ich nach vorne ziehen und dann habe ich hier einfach 1 durch n und hier habe ich b ej und hier dasselbe in grün, das heißt 1 durch n kann ich davon nach vorne ziehen, also das heißt, ich kann das so schreiben, minus a mal Vektor ej. So, und ein Ergebnis der linearen Algebra ist, dass man das hier brav auch zusammenziehen kann, das heißt, ich kann das auch so schreiben. So, das heißt, ich habe hier b minus a, das heißt eine Matrix. Ich ziehe einfach die Differenz, die Matrizen voneinander ab, multipliziere das mit dem Einheitsvektor und das ist dasselbe Ergebnis. Ja, und was ich jetzt ich machen, auch sofort sehen kann, ist, dass ich natürlich das 1 durch n kürzen kann. Also, was da rauskommt, ist, ja, was ist das denn? B minus a ist eine konstante Matrix und ej ist auch eine konstante Matrix. Das Einzige, was wo hier das n auftauchte, war dieser Term, den wir hier gerade weggekürzt haben. Das heißt, das ist konstant. B minus a mal ej. So, und jetzt muss man sich überlegen, was ist eigentlich eine Matrix mal dem j-ten Einheitsvektor? Ja, und das ist nichts anderes als die j-te Spalte von der Matrix B minus a. So, und wir wussten, was da rauskommt. Wir wussten, dass das der Nullvektor ist. Dann, das ist der Nullvektor, das ist der Grenzwert. Und wir haben rausgekriegt, das muss identisch sein mit dem hier. Also wissen wir, b minus a hat eine j-Spalte nur Nullen. Und das j war ja beliebig gewählt von 1 bis n. Das habe ich nicht dazu gesagt eben, aber im Prinzip ist es ja klar, dass man das an dieser Stelle beliebig wählen kann. Ja, beliebig aber fest. Ja, und da ich also alle j's hier durchspielen kann, weiß ich, dass alle Spalten von b minus a nur Nullspalten sind. Das heißt, b minus a ist nichts anderes als die Nullmatrix. Ja, und das bedeutet a ist b. Das heißt, wenn jemand daherkommt und sagt, es gibt zwei Matrizen, die diese Eigenschaft erfüllen, die man in der Definition der totalen Differenzierbarkeit hat, dann kann man sagen, ja, aber diese beiden Matrizen sind identisch. Ja, also gibt es dann doch wieder nur eine. So, das war der Beweis und ich hoffe, es hat geholfen.